Abels Hauptmann und die Diener der Juden nahmen Jesu und bunden ihn und führten ihn aufs Herze zu Hannas. Wer war Kaiphas? Wer? Wer war der Jahreshohepriester war? Es war aber Kaiphas, der Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Petrus, bist du nicht dieses Mädchen worden?
aber die Knechte und Diener und hatten ein Käufer gemacht, denn es war kalt und wärmeten sie. Jesus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der Hohepriester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Diener. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet für der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesagt habe. Als ihr aber solches redete, gabt ihr denen eine, die dabei stunden, Jesu eine Backenstreich und sprach: Solltest du dem Hohenpriester so antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweisest, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Thank you.
hast dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnet er Petrus abermal, und also bald krähtet der Hahn. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und war.
nicht aus. Und es alle früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf das sie nicht hundern würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wir werden diesen nicht Thank you.
mein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesagt, ging er wieder hinaus zu dem Juden. Spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Nuss gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den Jüden König Nuss gebe? Da schrien sie wieder alles an und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Gott. Und
Antworteten ihm: Wir haben dein Gesetz
noch mehr und ging wieder hinein in das Bischthaus und spricht zu Jesu. Sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißest du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen? Und Macht habe ich, Lust zu geben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Ihr überantwortet hat, ihr habt größere Sünde. Und ihm antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
kreuzigen, die hohen Priester antworteten.
Thank you.
geteilet und alle neben meinen Rock das Los geworfen. Solches taten die Kriegesknechte. Es stund aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria Kleophas Weib und Maria
gebracht, um Sterben frei gemacht. Bin ich um Sterben frei gemacht, um Sterben frei gemacht. Kann ich durch deine Pein und Sterben das Himmelreich, das Himmelreich ererben? Ist aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da, aller Welt Erlösung da. Zwar nicht sagen, wo Schmerzen, zwar nicht sagen, wo Schmerzen, zwar nicht sagen, noch neiges zu das Haupt, das Haupt, noch neiges zu das Haupt, du sprichst, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend dich an. Ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja, stillschweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend, ja. In zwei Stück von oben an bis unten aus. Und die Hände erbebte und die Felsen zerrissen, die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leiber der Heiligen. Thank you.
Christtag war, dass nicht die Kleiner mehr am Kreuze blieben, den Sabbat blieben. Denn desselbigen Sabbatstag war sie ja groß, baten sie Pilatum, dass sie ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Pein und dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern die Kriegsknechte ein, rüften eine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, unser Zeugnis ist wahr, und ihr selbige weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllt würde. Ihr sollet ihm kein Korn zerbrechen. Und aber man spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Ein Neugrab, in welchem
merk es niemand je geget was selbst hingibten sie ihm, um des Rüstags willen der Juden, die fallen das Grab.